Herzlich willkommen, mein Name ist Barnim Jeschke, ich bin Professor an der FOM-Hochschule in München. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der konativen Ebene des 4x3 Kaufentscheidungsmodells. Aus der Kaufüberzeugung des Kunden heraus ist es nun zu einem Erstkauf gekommen. Ist damit das Ziel erreicht und der Kaufprozess beendet? In einigen Kaufentscheidungsmodellen ist dies tatsächlich der Fall. Und für manche Sonderfälle mag dies auch zutreffend sein. Nehmen wir beispielsweise den Kauf eines Eiffelturmmodells an einem Souvenirstand in Paris. Da an solchen Souvenirständen fast ausschließlich Touristen einkaufen, wird der Verkäufer mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Folgekontakt zum Kunden haben. Daher spielt die Produktqualität eine eher untergeordnete Rolle. Sie muss nur auf den ersten Blick überzeugen und zum Kauf animieren. Geht das Souvenir nach kurzer Zeit kaputt, ist der Kunde zwar unzufrieden, dies jedoch ohne Konsequenzen für den Produktanbieter. Auch im Hinblick auf einen Wiederholungskauf ist die Unzufriedenheit des Kunden unerheblich, da Souvenirs selten erneut gekauft werden. Im Regelfall spielt ein solcher Wiederholungskauf jedoch durchaus eine Rolle. Sei es beim Autokauf, bei dem der Autoverkäufer den Kunden für zukünftige Autokäufe halten möchte, oder etwa beim Lebensmittelkauf. Auch ist der Anbieter bestrebt, aus dem Erstkunden einen Stammkunden zu schaffen, der weiterhin sein Produkt nachfragt. Nach einer befriedigenden Erstkauferfahrung, die nun weniger mit der Bewerbung als vielmehr mit der eigentlichen Produktqualität zu tun hat, sollen weitere Käufe beim Anbieter erfolgen. Diese können entweder das gleiche Produkt, aber auch weitere Produkte des gleichen Anbieters betreffen. So wird der Kunde zum Stammkunden. Im Customer Life Cycle Concept wird dieser Stammkundengedanke professionalisiert. Der wirtschaftliche Nutzen eines Kunden wird hier über die angenommene Gesamtlaufzeit der Geschäftsbeziehung betrachtet. Diese angenommene Gesamtlaufzeit, der Kundenlebenszyklus, wird typischerweise auf Basis bisheriger Zahlen mit statistischen Modellen bestimmt. Lassen sich die Wiederholungskäufe nicht nur auf Bequemlichkeit oder einen Mangel an Angebotsalternativen zurückführen, sondern auf eine stabile Überzeugung des Kunden, dass dieses Angebot allen anderen überlegen ist, dann sind wir bei der Kundenloyalität angelangt. Was unterscheidet den loyalen Kunden in wirtschaftlicher Sicht vom Wiederholungskäufer? Der loyale Kunde strahlt für andere potenzielle Käufer eine große Überzeugungskraft aus. Er fungiert sozusagen als glaubwürdige, ehrenamtliche Werbemaßnahme. Außerdem sind loyale Kunden robuster gegenüber einzelnen Negativerfahrungen oder auch Preiserhöhungen. Kundenloyalität kann daher als das finale Ziel der Vermarktungsbemühungen angesehen werden. Wie kann ich als Praktiker nun messen, wie viele Kunden Erstkäufer, Wiederholungskäufer oder gar loyale Kunden sind? Schauen wir uns die drei Phasen der konativen Ebene noch einmal an. Aus den vorherigen Phasen des Kaufentscheidungsprozesses sind von unserer ursprünglichen beispielhaften Zielgruppe von 500.000 Personen noch 4.630 übrig geblieben. Wie es dazu kam, können Sie in unseren Videos zur präsumtiven, affektiven und kognitiven Ebene nachschauen. Von diesen 4.630 Personen haben knapp 80% das Produkt tatsächlich gekauft, 3.700 Personen. Von unseren 3.700 Erstkäufern kauft die Hälfte zusätzliche Ausstattungsartikel des gleichen Anbieters. Das macht 1.850 Wiederholungskäufer. Im Online-Geschäft oder bei sonstigen Direktgeschäften, bei denen Kundendaten hinterlegt sind, können diese Wiederholungskäufer schnell identifiziert werden. Von den 1.850 Wiederholungskäufern konnten 27%, 500 Personen, als loyale Kunden gewonnen werden. Eine solche Loyalität drückt sich beispielsweise in Kundenbefragungen oder durch die Teilnahme an bestimmten Eventveranstaltungen aus.
Schauen wir uns den beispielhaften Kaufentscheidungsprozess noch einmal von vorne bis hinten an. Von unserer ursprünglichen Zielgruppe von 500.000 Personen haben 3.700 das Produkt tatsächlich gekauft. Das sind gut 0,7%. Zu loyalen Kunden sind dabei nur 0,1% geworden. Hier lässt sich erahnen, wie groß der Aufwand ist, loyale Kunden zu erschaffen. Weitere Ausführungen zu diesem Thema finden Sie zudem in meinem Lehrbuch zum Thema entscheidungsorientiertes Management. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und beruflich viel Erfolg beim Anwenden.